Im Notfall sterben wir halt, fertig, denn wir haben ja Spaß. Ja, Mr. Loke. Ey, CJ ist auch ziemlich drauf, der hätte Motivationscoach werden können. Und hier ist ein Haus von einem Polizisten, da könnte ich ihn gleich wieder, da könnte ich ihn einfach verprügeln für. Nur weil er einfach, weil er so dumm ist. Und sein Auto in die Garage quetschen muss, das ist schon ziemlich behindert. Fuck. Dieses komische Fahrzeug hier, ich habe den Namen nicht gesehen, aber das Fahrzeug hier, da könnte ich auch wieder richtig kotzen, weil das Handling hier, boah, also. Naja, nicht jetzt das Opti. Nicht das Optimale. Aber irgendwie müssen wir ja zu OG Loke. Ich weiß gar nicht, was OG Loke zu uns sagt bei der Mission. Ich meine, irgendwas wird er ja sagen. Wir haben ja das Festbuch geklaut, auch wenn Mad Dog das nicht weiß. Wir sind so hardcore, ohne Witz, ja. Warum mache ich eigentlich die Musik wechseln? Okay, aussteigen, mein Freund. Das Auto wird gleich brennen, da habe ich keine Lust drauf. Und wir bleiben mal stehen. Hallo, Limousine. Wir fahren jetzt, wie es sich für Mad Dog gehört. Mad Dog gehört. Artikulatation. So sagt man das und nicht anders. Du musst doch über die Brücke wahrscheinlich, über die Eisenbahnbrücke. Und shit. Wie ich über diese Eisenbahnbrücke muss, warte. Komm. Umdrehen. Preisverdächtig, was ich hier hinlege. Also wie ich fahre, das kannst du ja wieder... Kannst ja kein Weiß machen. Ich meine, da kannst du auch keinen Scheiß machen. Ah, zu viele Reimketten, zu viele... Wow, ich freue mich jetzt schon. Wir fahren dann mal los. Ach, geil. Habe ich ja wieder richtig Bock drauf. Also mit den Teilen zu fahren ist ganz entspannt eigentlich. Und da ich das gesagt habe, werde ich jetzt verkacken. Wir müssen ihn wahrscheinlich jetzt abschießen, nehme ich mal an. Was wird man eigentlich machen, wenn man bei der Mission keine Waffe hätte? Zum Glück hört Mad Dog das nicht. Das wäre jetzt nämlich ziemlich scheiße. Na bitte, du Wichser. Fahr doch mal irgendwie... Fahr doch irgendwie mal richtig, du Arsch. So dass ich dir auch folgen kann. Ich meine, er hat es auch gar nicht drauf einfach. Ah, die Musik ist gerade so. Bam, bam, bam. Jetzt kommt wahrscheinlich Teletubbies, weil ich das gesagt habe. Ach, geil. Diese ganzen Stuntteile. So. Zu schöner Musik. Die Musik ist eigentlich. Jede Musik ist schön, die ich hier habe. Ja, klar. Jetzt wollte ich irgendwas sagen, hab's vergessen, weil ich so dumm bin. Ach so, ja, es gibt hier eine Bootsfahrschule. Voll SpongeBob. Nee, es gibt wirklich eine Bootsfahrschule, die wir. Es ist ähnlich wie die Auto- oder die Flugzeugschule, die wir hätten machen können. Die ich nicht gemacht habe, weil, Nein. Brauche ich nicht, sehe ich nicht ein. Aber da würde man auch diese ganzen krassen Stunts hier hinlegen und so. Du hast so verkackt. So, gefette Bitte. Komm her, gefickt habe ich dich, ey. Bleib doch hier. Das ist das einzige Fahrzeug, was so ziemlich cool ist, generell. Ein Fahrzeug, was auf Wasser und an Land fahren kann. Hier werden wir ihn platt machen. Oder? Ich weiß. Nein, ach nein, nicht die. Fuck. Ich weiß es wieder. Scheiße. Schiebe ich voll den Abturn, ey. Warum steigst du aus? Du behindert. Ja, who cares about hunger? Ich könnte eigentlich ziemlich was jetzt rein. Irgendwas einschmeißen. Also jetzt nicht hier so denkst du, sondern hier sowas, weißt du? Wow. Oh, jetzt gibt's auf die Fresse. Aber wer Mad Dog verarscht, der kriegt mal dick aufs Maul.
Ich wollte jetzt gerade einen Mix aus Maul und Kauleiste bringen und dann ist lau rausgekommen. Und das ist schon ziemlich lau. Lau. Das Handling von dem Kart ist auch wieder zum Kotzen. Das hat halt gar nichts drauf, ey. Und die Lags auch noch. Wir haben da Spaß. Wir haben da ja Spaß. So. Darunter, darunter. Nein, 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 nein. Alter. Wie kann man nur so ein scheiß Handling haben wie dieses Kart hier? Ich die Mission verkackt nur wegen dem Kart. Ich würde am liebsten jetzt irgendein Auto nehmen, die kaputt fahren. Den Wichser. Komm, komm. Und hoch. Fuck, den kriegen wir nicht. Man sieht schon, dass man ihn nicht abschießen könnte, weil es vorprogrammiert ist, was der hinlegt. Weil solche Kurven, wie der vorhin gefahren ist, das kannst du nicht echt fahren. Das kann nicht echt sein, das ist wirklich... Ja, die Mission ist Programm, im wahrsten Sinne des Wortes. Haha, ja. Oh, was hat er mit Smoke zu tun? Das werden wir vielleicht rausfinden, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Meine Damen und Herren, ich quatsch irgendwas einfach nur nonstop, um zu zeigen, dass ich keine Gesprächszimmerflagge habe. Zitat von Marcel letztes Mal. Warum soll ich für ein GTA-LP scheiß Gesprächszimmer haben? Das macht man nur, wenn man Minecraft spielt, aber doch nicht bei GTA, Mann. Da hat man doch Handlungen. Gesprächszimmer sind was für Loser bei so einem Spiel. Man kann durch so vieles unterhalten bei so einem Spiel. Man kann durch Rage Quit unterhalten, man kann durch sinnlosen Gelaber zur Story unterhalten. Man kann durch Stimmen nachmachen unterhalten, aber doch nicht durch verschissene Gesprächsthemen. Wer nicht Minecraft als LP hat, braucht keine scheiß Gesprächsthemen. Zumindest selten, wir wollen mal. Wo, wir wollen ja mal nicht so hart sein, hart. Ja, ich habe mir das aufgefallen, es hört sich ewig wie ein Zombie an, wenn sich anhört. Dieses. Also auch bei Gronks Minecraft-Folgen. Zumindest bei den Anfang der 700ern, da war dieses Töte. Da war es wirklich dieser epische Zombie-Sound. Und du, ich hab's gewusst, du biegst ab eher, aber gut. Wir sehen auch, wir können ihn irgendwie nicht einholen. Den Arsch, wo ist unsere Musik geblieben? Da, dich krieg ich, du Wichser. Dich krieg ich, du bist so, nein, fauch, alter. Epische Musik für ein Verfolgungsrennen, check. Du bist so tot, komm bitte. You phony! Man, you can't prove nothing! Hey Jeffrey, you a buster, straight bitch, you stabbed me and my brother in the back. Man, I'm an artist, we all make mistakes, ain't that right, Alki? You ain't no artist, you's a buster, you's a fake. Man, I was gonna give you credit on the next album. Man, royalties? Take that. I got more too. Bitch, I should smack dog shit out your ass. Just don't break your face right here, motherfucker. You phony. Mr. Dog, Jimmy Silverman, Blasting Fools Records. Hold up, I'm the manager. You want to talk? Talk to me. Oh, okay. Pleasure, gentlemen. Let's talk. All right. I'll bust your ass. I need hits. I mean hits. Now, what about this guy? This phony. I've got a good mind to sue his ass into next year. Man, get off me, you drunk. Hey, Lo, go get us some lunch. You get lunch. Excuse me, gangster. I don't think so. Man, get out of here. Don't be pushing me. Don't be pushing me. Oh, yeah. Mad Dog is back to business, bitches. Dude, give me that rock. Ich habe eigentlich gedacht, wir machen OG Low kalt bei der Mission am Ende, aber dem war ja anscheinend nicht so. Wir chillen mal zu sweet, anstatt zu speichern, weil speichern so einfach wäre. Ja, schau mein Freund, gefickt habe ich dich. Ha, so. Ich sag so aus Spaß, ich fick dich und danach kommt da, versprochen ist versprochen. So witzig. Ja, warum mache ich nicht meine Musik an? Man weiß es nicht. Kaputt. Komm, ich mach dich kaputt, du wirst nicht mehr fahren, du bist weg, ich mach dich kaputt, ich will dieses Motorrad. Koste es, was es wolle, gefickt, so. Ja, unter dem Motorrad liegt es schon ziemlich schlecht, leider. Nein, fuck, Wichser, du willst aufs Maul, dann kriegst du aufs Maul, hast davon, zack. Boom, und fuck, warum bin ich so schlecht im Zielen, Wahnsinn. Getötet habe ich dich. Sind wir mal back on the way to Dingens. Oh ja. Ah, das ist ein schönes Gefühl, wenn man so nah am Ziel ist, wenn man das Spiel fast fertig hat und dann fällt man ins Wasser, weil man so dumm ist.
Nein, wieso? Wieso nicht ins Wasser fallen? Wäre nicht lustig. Wird doch nicht unterhaltsam sein. Wow! Fuck, Alter. Alter, 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 Alter. Ihr seid Grove, Mann. Ihr seid Grove. Grove ist King, Mann. Danke fürs Auto. Ihr seid die Besten, Mann. Homies, ihr definiert alles. Geht mal weg. Ich bin jetzt erstmal. I'm out of here, bitches. Watch me run in the red. The red. Nein, 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 nein. Hey, der Grove-Typ, der lässt sich auch überall hinfahren, oder was? Und es ist auch ziemlich cool, dass wir jetzt auch Speicherpunkte in so Ballers Hochburgen haben. Das finde ich auch ziemlich geil eigentlich. Nein. Gut, ich sollte dann mal aus diesem Wagen aussteigen, aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Ich habe nur minimal Bock, jetzt hier abzukratzen. Aber ihr wisst ja, was mit abkratzen gemeint ist. Mein Aquarium, richtig. Obwohl, sind wir hier? Oh, wir sind hier. Wir sind hier, alter Fa. Okay, ich habe gedacht, jetzt kommt Zug, das wäre uncool. Wir sind am Start. Der erneute Flashback. Carl Johnson. Alles oder nichts. Wie konnte man dieses... Warte, man konnte doch? Wie konnte man denn? Ist der G? Nein. Hallo? Man konnte doch diese Dings-Challenge hier machen. Genau. Dankeschön. Carl Johnson hat eine Minute Zeit. Die Zeit läuft. Ab dem Wurf. Wir fangen an. Ein Punkt, das ist unfassbar. Es wurde einfach mal wieder Zeit für Carl Johnson aktiv in den Basketball, in die Basketball-Arena zu steigen. Nimm den Ball, CJ, genau, jetzt. Er ist in der Markierung, er wirft, er trifft. Nein, er trifft nicht, was ist denn hier los? Dieser Ball hätte eigentlich drin sein müssen, meine Damen und Herren, wir sind uns da absolut einig als Sportfans. Was legt er nur hin? Er legt eine absolut blamable Leistung, sowas, das kann einfach nicht sein. Das gibt's nicht. Was ist denn hier mit Johnson los? Ich meine, er hat lange nicht geübt, das ist klar, er war lange nicht mehr aktiv auf dem Feld, aber dann, was ist denn hier los? Das geht nicht, das geht einfach nicht, meine Damen und Herren. Was ist hier? Ich fasse es nicht. Johnson wird den Negativrekord für die Basketball-Challenge brechen. Er wird den ich fasse es nicht. Warum treffe ich nicht? Ohne Witz jetzt mal, Alter. Willst du mich echt ficken, oder was? Pass auf, pass auf, pass auf. Leertaste und am höchsten Punkt lasse ich los. Ja? Und was soll denn das? Behinderte. Damit war's das. Johnson geht mit einem Punkt wahrscheinlich nach Hause. Mit einem Punkt. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ein Punkt. Ich weiß es nicht. Das war die blamabelste Leistung, die Johnson jemals hingelegt hat in seinem Leben. Und er sollte sich deswegen auch schämen. Er sollte sich schämen. Da hinten ist der Zug. Okay, dann gehe ich mal lieber weg und hole mir ein Auto. Was? Ihr blöden Wichser, ja? Ihr haut auf mich drauf, ohne mich eigentlich zu kennen, genau. Bobcat! Sterbt! Und wann kommt der Zug? Wo bleibt er denn? Der Gleichzug, gell? Der Gleichzug. Der Gleichsiszug. Das ergibt keinen Sinn. Egal. Okay, ich wollte eigentlich jetzt den Zaun kaputt schießen, aber muss man anscheinend nicht. Ist okay. Warum ich das Gebiet erober... Wir müssen es dann später sowieso machen, dann kann ich auch jetzt schnell eins holen. Warum fahren die weg, diese Busters? You straight Busters, CJ. Straight Bust. Nein, eigentlich eher die Ballers, aber egal. Ich wollte einfach mal wieder der guten alten Zeiten halber diesen alten Pedo nachmachen hier, diesen... Rider. Genau, Rider. Namen nicht auf Kette kriegen, das können wir. Und natürlich, jetzt kann ich auch ein Herz holen, ich bin ja auch intelligent. Ha! Geht doch! Carl the Man Johnson ist am Start. Wir können mal wieder eine normale Waffe nehmen, das ist ja sonst langweilig. Mit der Minigun wäre es jetzt so einfach. Als ich die Minigun mal nicht hatte, was heißt mal, also ich hatte die Minigun einfach nicht mehr, als ich hier schon mal war. Und dann, das mit dem Raketenwerfer, da bist du auch so mega am Abfacken manchmal. Weil du einfach irgendwas aus der Nähe triffst und dann hast du halt verkackt. Das ist auch irgendwo scheiße. Ohne ein Blatt.
vor den Mund zu nehmen, ist es scheiße. Wirklich. Dann so richtig zu verkacken. Kommt her, meine Freunde. Ihr könnt gar nicht überleben. Ich habe eine Minigun. Okay. Mann, riesig. Und das Problem ist auch, je mehr Viertel man hat, desto mehr Viertel muss man auch verteidigen mit der Zeit. Das ist dann auch scheiße. Kenn ich die Musik? Ne, ich weiß es gerade nicht. Ist auch egal. Wir gehen zu unserer Musik. Wow, geht weg. Geht alle weg. Klasse, jetzt ist es gleich vorbei. Und es läuft wieder diese Kackmusik. So, bevor wir jetzt unser Viertel retten und eine Mission machen, erstmal den Speicherpunkt hitten. Warum eigentlich hitten? Einfach speichern. Fertig. Aus. Warum? Egal. Ganz gechillt nehmen wir wieder mal Speicherstand. Eins der guten alten Zeiten halber, die Maus geht nicht. Wir haben Spaß. Wir haben doch Spaß, Mensch, Jungs. Kannst keiner erzählen, wie wir wieder am Spaß haben sind hier. Dankeschön. Ich habe echt keine Ahnung, warum das manchmal funktioniert. Dieses Maustasten, Drift for life.